Ja, bitte? Guten Tag! Sind Sie der Herr 69? Ich hätte da ein paar tolle Angebote für Sie. Ach komm, Sie stehen hier und erzählen mir einen vom Geldvergraben. Von wegen Geldanlagen und schon mal auf die Rente sparen. Doch gucken Sie mich an, ich habe keinen müden Cent, weil keiner meine Platten kauft, sondern nur brennt. Ach was, eine Flatrate wollen Sie mir verkaufen? Meinen Sie jetzt das Internet oder reden wir vom Saufen? Denn wie ich das so mitkrieg, ist beides nicht so angesagt. Das eine macht die Kiddies breit, das andere Plattenfirmen arm. Doch wen wundert's, denn die Top Ten sind echt zu dumm. Die Rapper sind zum Wegrennen und Kaffee zu jung. Also säuft jede Göre, solange bis sie blau ist und sieht am Ende scheiße aus wie die Haare vom Kaulitz. Ach, Entschuldigung, ich schweife ab, ich wollte ja noch was fragen. Muss ich zu Ihrem Angebot gleich Rechtsschutz beantragen? Ich weiß, das klingt nicht nett, doch einer muss es ja mal sagen. Man kann jeden DSL-Benutzer pauschal verklagen. Warum gibt es keine Flatrate für die wichtigen Dinge? So wie Zahnpasta, Klopapier oder Eheringe. Es ist so offensichtlich und ich glaube, Sie sehen das auch. Man kriegt nur eine Flatrate für den Scheiß, den man gar nicht braucht. Also bitte, guter Mann, ich lege mich jetzt wieder hin. Leider sehe ich in Ihrem Angebot überhaupt keinen Sinn. Und außerdem bin ich ja gar nicht der Typ, den Sie suchen. Sie können es ja meinetwegen drüben mal versuchen. Olli 69, nein, der wohnt nicht hier. Du könntest ihn ja suchen, doch das lohnt nicht mehr. Ich glaub auch nicht, dass er sich für dich interessiert. Nein, Olli 69, der wohnt nicht hier. Olli 69, nein, der wohnt nicht hier. Du könntest ihn ja suchen, doch das lohnt nicht mehr. Ich glaub auch nicht, dass er sich für dich interessiert. Nein, Olli 69, der wohnt nicht hier. Ja, bitte. Guten Tag, würden Sie mit mir über Gott und die Welt sprechen? Meinetwegen. Aber dann doch lieber nur über die Welt. Denn um die ist es in meinen Augen gar nicht gut bestellt. Und bevor Sie mich jetzt mit Fragen nach dem Herrgott lochern, hätte ich gerne den neuesten Wachturm mit Oliver Pocher. Danke. Doch jetzt mache ich die Tür wohl besser wieder zu. Gehen Sie lieber zu meinem Nachbarn. Der ist bei der CDU. Und der sieht die Welt genauso skeptisch wie Sie. Beklagt sich über Killerspiele und MTV. Er hat noch nicht verstanden, dass die verkorksten kleinen Drogenopfer, böse Rapmusik und Counter-Strike alles nur Symptome sind und nicht der Grund. Die Welt ist zu grau und wir machen sie uns bunt. Also wenn man etwas tun wollte, dann müsste man die Welt ändern. Nicht nur hier bei uns, sondern auch in den dritten Weltländern. Gebt allen was zu tun und allen Perspektiven. Dann kommen sie auch nicht auf die Bahn, die Schiefen. Anstatt sie abzuhalten vom Saufen und Rauchen, sorgen wir lieber dafür, dass die Kids das gar nicht brauchen. Steckt das Geld in Jugendzentren, nicht in Polizei. Dann suchen Kids nicht mehr den Rausch, sondern jedes siebte Ei. Tja, das wäre wohl die Lösung, zumindest so wie ich das sehe. Wobei ich gar nicht weiß, warum ich ihnen das alles hier erzähle. Dieser Olli 69, der wohnt nicht hier. Und ich, irgendwie hab ich jetzt Durst auf Bier. Olli 69, nein, der wohnt nicht hier. Du könntest ihn ja suchen, doch das lohnt nicht mehr. Ich glaub auch nicht, dass er sich für dich interessiert. Nein, Olli 69, der wohnt nicht hier. Olli 69, nein, der wohnt nicht hier. Du könntest ihn ja suchen, doch das lohnt nicht mehr. Ich glaub auch nicht, dass er sich für dich interessiert. Nein, Olli 69, der wohnt nicht hier. Hm? Ey, ey, moin! Ey, bist du nicht Olli 69, ey? Ey, voll geil, Alter! Ey, rap mal was! Oh, shit! Was sind das nur für Leute, die mich ständig reduzieren? Ich kann doch nicht nur rappen, sondern auch singen und produzieren. Vielleicht hätte ich mein ganzes Leben anders angefangen, wäre bei der Müllabfuhr geblieben und wäre jetzt nicht so ein Hampelmann. Warum nur bin ich Tag und Nacht im Center of Attention? Es gibt da draußen doch so viele andere nette Menschen. Doch wenn ich irgendwo bin, hören alle immer gleich hin, weil sie ganz verzweifelt auf der Suche nach einer Schublade sind. Ich finde, Dosenmais schmeckt im Sommer anders als im Winter. Und alle, die das lustig finden, sind kleine dumme Kinder. Und ja, ich bin ein Gott in Singstar und auf der Tanzmatte. Und wenn du dir dafür zu fein bist, dann ist mir das völlig Latte. Ich mag keine dicken Autos und kein Louis Vuitton. Ich mag mein Fahrrad, frische Luft und Graffiti auf Beton. Ich bin kein Freund von Schützenfesten und Pauschaltouristen. Und ich hasse diese neureichen Kleinkapitalisten. Nein, ich glaube, ich wandere aus, denn ich halte das nicht mehr aus. Es befindet sich kein Olli 69 in diesem Haus. Vielleicht ist es am besten, wenn ich nach Korsika gehe. Und dann erfülle ich mir meinen Traum von einem Duett mit Alizé. Olli 69, nein, der wohnt nicht hier. Du könntest ihn ja suchen, doch das lohnt nicht mehr. Ich glaub auch nicht, dass er sich für dich interessiert. Nein, Olli 69, der wohnt nicht hier. Olli 69, nein, der wohnt nicht hier. Du könntest ihn ja suchen, doch das lohnt nicht mehr. Ich glaub auch nicht, dass er sich für dich interessiert. Nein, Olli 69, der wohnt nicht hier. Sprich mit der Hand. Sprich mit der Hand. Sprich mit der Hand. Denn das Gesicht hört nicht mehr zu. Sprich mit der Hand, sprich mit der Hand, sprich mit der Hand, denn das Gesicht hört dir nicht zu.